Pałan Szczecin, Ustrzelny. Nie, nie, słuchajcie. Ja, vielleicht eine kleine Überraschung. Wir haben gerade die Möglichkeit erhalten, den Vortrag auf Deutsch zu halten. Und dazu können wir noch mal uns vorstellen. Also ich bin Krakowski, das ist der Kollege Marel. Wir werden ja den Vortrag ja für euch auf Deutsch halten. Die Präsentation ist, wie ihr bereits schon seht, auf Englisch. Also diejenigen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, die können sie einfach lesen. So, die Vorstellung kurz, was können wir anfangen, was wir machen, wie sieht es bei uns aus, wer sind wir eigentlich und was für Open Source Lösungen wir anbieten. Also es geht um uns persönlich, wir sind eigentlich Konsultants. Was bedeutet das? Wir sind eigentlich so die Brücke zwischen Kunde und unsere technischen Teams, Programmierer. Und mehr oder weniger, wir helfen einfach die richtige Lösung für richtige Leute anzupassen. Und wie gesagt, wir arbeiten für Squeeze. Was wir machen? Squeeze hat more than 12 years experience designing websites, intranets, bulk mail and interactive media. We've created beautiful, usable, accessible and compliant solutions establishing the best presentation through elegant designs. We're dedicated to effectively communicating the client's message to the intended target audience. We have a very good understanding of industry trends and emerging technologies. Also es geht um Liebe. Wie gesagt, wir sind seit 5 Jahren auf dem Markt. Wir sind aus Australien. Das ist unsere Headquarter. Im Moment wir haben mehr als 250 Mitarbeiter. In Europa wir haben Büros in London und in Stettin. Wobei die Büro in Stettin ist eigentlich zuständig für die ganze Europa. Im Moment machen wir sowieso nur die Projekte in Polen. Darüber sprechen wir noch später. Was ist ganz wichtig, wir haben so Tochterunternehmen, ist Squeeze Labs. Und das sind die Leute, die sind dafür zuständig, dass die entwickeln unsere Lösung. Ja? Also wir haben Community, die ganz normale Open Source. Aber wir haben auch Squeeze Labs, die koordinieren das alles, sodass das Produkt ist sicher und entwickelt sich in irgendwelche bestimmte Direction. So, wenn es um eigentlich den Sinn geht, was wir dem Kunden anbieten oder was können wir anbieten, die erste und die wichtigste Sache ist dass wir keine Lizenzen anbieten. Man braucht ja für Lizenzen nicht zahlen, es ist ja alles Open Source. Das entwickeln wir, das entwickelt Squeeze Labs, wie der Kollege Marek gerade sagte. Und das ist der Kern der Lösung. Ja? Und was ist wichtig ist, wir bieten alles komplett. Also es ist ja nicht rein nur ein Webdesign, es ist ja nicht nur eine Webseite, es ist ja nicht nur ein Hosting, es ist ja nicht nur ein Server, es sind alle Lösungen dabei. Also wenn jemand einen Webauftritt machen möchte, der kommt zu uns und der wird ganz am Ende garantiert alles dabei haben. Also wenn er dann schon einen Auftritt haben wird, es wird ja dann komplett sein. Also, wir arbeiten sowohl mit Großunternehmen, mit Regierung, Education, Hochschulen besonders für uns. Einer unserer größten Clients ist Oxford University. Zum Beispiel in Australien, wir haben dort 38 Universitäten und 36 von uns Matrix. Das ist unser Produkt. Auch noch eine Profit-Organisation. Eigentlich jeder kann das nutzen, wenn man nur will. Was ist ganz wichtig, diese Model, die wir anbieten, ist total offen, ist open. Also man kann mit uns arbeiten, muss man aber nicht. Und so Beispiel dafür ist zum Beispiel das WHO. Die nutzen Matrix ohne uns. Aber das ist für uns super, dass ich habe diese Entscheidung genommen, dass die Squeeze als Produkt gewählt hat. Da können wir sagen, wir sind überall. Ja? Wir sind ja in Australien als Webseitenentwickler, wir sind in Polen, wir sind in States, wir sind ja auch
In London ist ja klar, da haben wir unser Büro. Wir haben ja auch Webauftritte in Neuseeland. Wir sind wirklich überall. Und nicht nur mit Webauftritten, sondern wir schicken dort auch Leute. Ja, wenn ein Projekt vorbereitet wird, wir schicken Leute, die dort am Platz die entsprechende Entwicklungen und Vorbereitungen machen, die programmieren auch an Bord. Ja, das sind wir, was wir machen. Jetzt kommt eine wichtige Frage: Was ist Web? Was ist Web für euch? Bestimmt jeder hat irgendwelche Antworten. Echt, Leute? Ja. Teilweise, ne? Was hast du gesagt? Gar nichts. Doch, sag mal. Information. Mach ich mal. Web ist für mich ein freies Internet. Also, jederzeit kann ich alles abrufen, was ich will. Was willst du? Information. Information, genau. Bei was ist das Musik? Findest du Freunde dort? Filme? Social Networks, Music. Ja, ganz genau. Also, wenn wir überlegen, was ist Web? Ja, erstens ist das was anderes für jede von uns, ja. Es sind Leute, die so verschiedene Sachen dort machen, verschiedene Dinge. Man kann sagen, dass 2011 war ganz wichtig für Web, ja. Besonders in Europa. Alles hat sich richtig schnell geändert. Und wir mit unseren Lösungen und Produkten versuchen immer darauf antworten, ja, was unsere Kunden brauchen. Wie gesagt, wir arbeiten sowohl mit der Regierung als auch mit Großunternehmen. Jeder braucht was anderes, will sein Angebot anpassen, braucht sich mit ihren Kunden, Studenten, egal was, kommunizieren. Das sind die Trends, die wir beobachtet in dieses Jahr. Ja. Und wie gesagt, wir haben darauf die Antwort. Genau, jeder, der jetzt im 2011 und in dem kommenden Jahr modern sein möchte, muss eigentlich diese Trends nachvollziehen. Also es gibt ja eine Möglichkeit nicht, ohne eine dynamische Seite oder ohne einen guten Auftritt, einen guten Content, also einen guten Inhalt nicht zu haben. Also die Information, die du, Kollege, brauchst, ja, die musst du ja finden. Und die muss ja einfach dabei sein. Ohne das ist die Webseite und der Webauftritt und die ganze Web-Situation oder der Webauftritt gar nicht zu nutzen, sinnvoll, sinnlos, wie auch immer. Das sind eigentlich die Lösungen, die wir anbieten, mit unseren vier Produkten. Die alle bauen zusammen sogenannte Squeeze Suite. Was ist Web Experience Management? Ja, und hier kommen wir zurück zu dieser Frage, was ist Web? Ja, was ist Web? Ich bin fast sicher, dass jeder kennt diese Abkürzung wie CMS, ja? Aber kennt ihr WEM-Abkürzung? Keiner. Leute, mal googeln. Google mal los. Ja, so Google. WEM. Ja, WEM ist Web Experience Management. Das ist das, was wir die ganze Zeit hier sprechen. Wir haben vier Produkte, ist CMS, Matrix, Search und Analytics. Die kann man nutzen, wie man braucht, wie man will. Kann man nur ein Produkt wählen, alle zusammen. Wie gesagt, dieser erste Produkt, das ist unser Kernprodukt genannt, Squeeze Matrix. Das ist ein Enterprise CMS. Hat sehr breite Funktionalitäten, kann man das eigentlich mehr betrachten als eine Integration-Plattform. Ich werde später noch genau euch zeigen, welche Funktionen hat das System. Was ist wichtig, ist Gartner. Ihr wisst, was Gartner ist? Ich frage auch die Leute da hinten. Es ist ein Analytikunternehmer, sehr groß, sehr wichtig.
CMS, diese Matrix Enterprise CMS, ist eine von besten CMS der Welt. Wir sind eigentlich sogenannte Zauberer-Quadrant, Magic Quadrant. Dieser Quadrant ist geteilt auf vier andere Quadraten und wir sind da drin. So sind da drin nur zwei Open Source Systeme und neben uns stehen Oracle, Microsoft, Sitecore, also ganz große Players, ganz teure Players. Das sind die Funktionalitäten, die wir haben. Ja. Ich will euch nicht jetzt das alles zeigen, das ist Enterprise System, also wir können hier zwei Tage sitzen und sagen, was wir können für euch machen. Google einfach Squeeze, guckt, was für Webseiten wir haben gemacht. Sind das echt interessante Webseiten. Eine davon ist ein ganz gut, ich empfehle, ist Drink Hours, UK. Ist Webseite, die wir haben in England gemacht. Dort könnt ihr prüfen, ob ihr vielleicht nicht zu viel Alkohol trinkt. Also, macht Spaß. Unser System hat zwei Interfaces. Eins ist Easy Attitude. Das ist ein sogenannter einfacher Interface für Non-Technical Users. Das zweite ist ein Registration Interface. Man kann dann eigentlich diese ganze Webseite implementieren und bauen. Wenn es geht um diese Easy Attitude, wir können das zu den Kunden anpassen. Und das sind die Enterprise Futures. Die sind ganz, ganz wichtig, wenn es geht um diese WAN und Integration. Ja. Heutzutage kann man ganze Mengen Datenbanken, Webseiten, die man integrieren will. Und mit unserer Lösung kann man das. Ja, und das Wichtige ist, dass auf dem Markt gibt es ja auch viele CMS-Lösungen. Also von kleinen oder großen, es gibt ja auch solche, die mit Lizenzen handeln und so weiter und so fort. Aber wenn es um Enterprise-Plattformen geht, also diese, die noch mehr Lösungen anbietet, wie Integrationsfunktionen und auch Lösungen, die gar nicht auf dem Markt angeboten werden, das gibt es ja nicht. Es gibt ja dann nur wenige Enterprise-Lösungen und wir sind einige, die dabei sind. Welche Enterprise-Lösungen kennt ihr eigentlich nicht? Es geht um CMS. Kennt ihr Drupal? Ja. Bei Typo 3? Ja. So kennt ihr. Wir haben auch so ein kleines CMS. In Australien sagen Matrix ist Integrationsplattform, CMS ist sexy. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz tolles Zeug. Geschrieben ist das ohne HTML, ist eigentlich CMS, wo ihr habt sogenannte Inline-Editing. Ich kann das eigentlich kurz zeigen. Das macht Spaß. Nebenbei, kennt ihr vielleicht 1&1 meine Webseite? In Polen ist es als 1&1 my website. Das ist das Einfachste, was es an dem Markt gibt. Und wir sind ja möglich mit dem CMS auf die komplexen Funktionalitäten, die wir anbieten, auch so ganz grob und einfach für sage ich einfach, Großmutter so vorbereiten, dass das auch so wie bei dem 1&1 funktioniert. Ja, genau, also ich kann alles eigentlich mit Content machen, egal ob es geht um Logo oder zum Header oder Content oder News. Man muss einfach klicken und dann kann man schon hier alles eigentlich machen. Das ändert sich natürlich dynamisch auf die ganze Webseite. Also sehr einfach. Hier so einfacher Newsweek Editor, man kann auch HTML hier sehen. Also was ist wichtig, das ist Open Source, wie gesagt. Ihr könnt es einfach downloaden. Macht das, macht Spaß. Echt? Also nicht downloaden, aber dann spielt er nicht das Zeug. Und dann könnt ihr einfach sehen, worüber wir hier sprechen. wenn es geht um tolle Sachen im CMS, man kann
folgen alle Änderungen, wenn mehr Users auf dem Inhalt arbeiten, ist das alles drin. Auch Universitäten mögen das und der Publishing-Sektor, ja, also die Medien, wo viele Users auf eine Webseite arbeiten. A/B-Testing, das ist cool. Echt. Also, man kann vorbereiten drei verschiedene Webseiten, geben die dynamisch zu verschiedenen Users für zum Beispiel 3 Tage und als die erfolgreichste Webseite wird später für alle gezeigt. So was Ähnliches wie Newsletter. Man kann manchmal zum Beispiel 2 oder 3 Muster vorbereiten, ja, und dann schicken wir zu 20 Leute und dort, wo wir haben beste Resultat, ist gewählt und dann Rest zu restlichen Leute schicken wir einfach diese beste E-Mail. Wir können das gleiche mit Website machen. Kann man das integrieren mit Google Web Optimizer? Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Versionen an der Seite bereitstellt und dann guckt, welche am besten funktioniert. Also, keine Ahnung. Aber das macht keinen Sinn, da wir haben diese Funktionalität. Naja, bloß beim Google Web Optimizer habe ich ja die Zahlen von Google Analytics mit drin, also wer ist jetzt... Ja, also wir haben auch Squeeze Analytics. aber die Squeeze Analytics ist auf Layer, ist eine Layer auf Google Analytics. Wir nehmen einfach XML von Google und wir können das auch zeigen. Also wenn es geht um Analyse, das ist kein Problem, ja. Kann man das alles integrieren. Und wie gesagt, es ist Open Source. Also wenn wir was nicht haben, dann vielleicht kommt das in Zukunft oder kannst du das machen. ja, dafür kann man das nutzen. Was ist auch ganz wichtig, hier ist das nicht geschrieben, wir haben diese große CMS, diese Enterprise Matrix und wir haben diese CMS und es geht um Integration, kann man integrieren CMS mit Matrix, wo kann man einfach beherrschen mit Content auf in Matrix mit CMS. Das unsere Kunden sehr oft auch benutzen. Obwohl, wie gesagt, wir haben dort auch diese Easy Attitude, diese einfache Interface, aber kann man das auch mit CMS machen. Wie gesagt, wir haben diese 4 Produkte gezeigt und man kann die eigentlich beliebig nutzen. Kann man nur ein Produkt nehmen, 2, man kann das integrieren oder nicht. Das hängt davon ab, was ihr auch wirklich braucht. Wie ist es los? Wie ist das bei Ihnen bei der Trennung zwischen Content und Code? Also bei anderen CMS-Systemen wie Drupal zum Beispiel ist das ja immer sehr eng verzahnt in der Datenbank. Das heißt, wenn ich jetzt offline irgendwas entwickeln möchte und ich will dann meinen neuen Stand oder mein neues Modul oder was auch immer aufladen, habe ich immer ein Problem, dass ich die Datenbankstände irgendwie zusammenkriegen muss, weil die Module in der gleichen Datenbank arbeiten wie der Content. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das Matrix und das Quiz untereinander abgleichen können, geht das auch über das Netz, dass man sozusagen 2 verschiedene Installationen abgleicht und ein Entwickler- und ein Live-System parallel betreibt? Ja. Also, wenn es geht um Entwicklung und identische Trennung, ja, normalerweise Matrix und alle unsere Produkte arbeiten auf sogenannten 3 Niveaus. Was ist eigentlich eines logisch, zweites Design und drittes Funktionalität. So kann man das alles separat beherrschen und entwickeln. So einfache Beispiel, wenn es geht zum Beispiel um Grafik. Die ganze Matrix ist gebaut als ein Baum, wo wir haben Assets, das sind so kleine Objekte, die kann man beliebig nutzen und integrieren und so weiter. Man kann auch eigene Objekte, also Assets bauen, die sind so als PHP-Package. Und als Beispiel, wir haben hier hier nicht, aber ich zeige das auch einfach im Beispiel. Wir haben hier 2 Assets mit 2 verschiedenen Designs, ja. Und es ist immer die gleiche Webseite. Ich glaube, ich bin einfach offline, oder? Ich
Ja, da hast du immer die gleiche Webseite mit gleichem Content, aber anders gezeigt. Vielleicht jetzt wird das auch hier schon funktionieren. Und das sind einfach die zwei Designs, die habe ich geändert, ja. Und das ist nicht genau Antwort auf deine Frage, aber ich wollte dir nur zeigen, dass das möglich ist und kann das eigentlich alles so separat betrachten. Genauso, wenn es geht um die zwei Produkte. Das heißt, im Prinzip kann man auch die Assets einfach zwischen zwei Seiten synchronisieren, über eine Merch-Schnittstelle zum Beispiel. Ja. Das Gute daran ist, weil die Funktionalitäten, die können ja auch als separate Assets sein. Du kannst so eine Funktionalität, die du für eine Seite entwickelt hast, einfach in eine andere Webseite implementieren, da du einfach die Assets in deinem ganzen System speichern kannst, in der Database. Und dann nutzt du einfach den Asset, den du da schon entwickelt hast, was weiß ich, das wird ein Forum oder etwas ganz anderes. Ja, Beispiele kann ich ja so auf den Kopf nicht nehmen, was so da... So gute Beispiel ist zum Beispiel ein Formular, zum Beispiel Kontaktformular. Nehmen wir mal. Wo kannst du eigentlich... Wir haben zum Beispiel eine von Publishing-Sektors-Kunden in Großbritannien, das ist Mercator Media. Die haben 180 Webseiten auf einer Instanz von Matrix. Und eigentlich fast jede Webseite, die haben, hat Kontaktformular, ja. Wobei die haben nur ein System vorbereitet und ist einfach als Nested Content benutzt in alle diese Webseiten. Und kann man das beliebig machen. Ja. Deswegen, Universitäten, Publishing-Sektor, die mögen Matrix. Ja. Also wenn man viel Content hat und viele Funktionalitäten, die sich verdoppeln, wenn mehrmals benutzen sind, das ist ideal. Squeeze Search. Auch Produkt von uns. Macht Sinn, wenn man viel Content hat, viel Funktionalität, muss man das finden. Irgendwie. Was ist so geil im Squeeze Search? Das ist eigentlich Funnelback Technology. Ich weiß, dass ihr weißt nicht, was Funnelback ist. Das war ein australisches Projekt von der Regierung von CZero. Das ist sowas wie MIT in Amerika. Funnelback funktioniert als ein externes Produkt, ist nicht Open Source. Ist ein sehr, sehr Enterprise Produkt. Skype benutzt das. Ich kann euch zeigen, so ein kurzes Beispiel, wie das funktioniert. Der Unterschied zwischen Funnelback Enterprise Search und Google Enterprise Search ist ganz einfach. Unsere Lösung kostet ja nicht ein 500.000 Euro oder Zloty. Ist günstig. Ja, die Funktionalität ist eigentlich dasselbe, plus wir können ja auch dann Webseiten aufbauen, die dann dynamisch dann den Content geteilt werden, die Menüs und so weiter und so fort, das wird alles dann dynamisch vorbereitet. Also eigentlich der Engine selbst ermöglicht ja, dass aus dem weltweiten Content im Internet eine Webseite einen Webauftritt haben wird, alles automatisch aufgebaut wird, nach dem Content und dem kontextuellen Navigation und Ergebnisse. Es funktioniert sehr dynamisch, sehr clever, er lernt sich, was die Leute fragen, kann man das natürlich auch ein bisschen tunen. Wir haben gerade nur Englisch, American and British and Estonian hier implementiert, deswegen ich zeige das auf dieser Unterschied auf American and British Englisch. Wenn wir fragen zum Beispiel nach Price, dann das erste Ergebnis ergibt uns die Preise für die drei Länder, die sind öfters gebucht von Amerika. Das ist Mexiko, Kanada und Brasilien. Wenn wir fragen, ob das auch Großbritannien, von dort guckt man nach Amerika, Indien und Polen. Und das ist ein Beispiel, wie das zum Beispiel funktioniert. Ja.
dort, wo man ist, das, was man benutzt. Ich habe Apple, wie ihr seht, wenn ich. Ja. Wenn ich. Wenn ich darauf frage, das erste, was er zeigt, er weiß, welches System ich nutze, ja, und passt mir die Antwort. Also funktioniert das gar nicht. Also wie gesagt, diese Kontextnavigation, Featured Pages und die alternative Antworten kann man auch dort machen. Das ist das alles, was wir machen, wie gesagt. Wenn wir fragen, kommen zurück zu dieser Frage, was ist Web, was ist WAM, das ist Web Experience Management, sind ein paar Sachen, die wir euch erzählen möchten, die sind ganz wichtig eigentlich, egal ob ihr baut irgendwelche kleine Blog oder irgendwelche kleine Projekte für Uni oder Schule oder privat, ihr sollt das einfach wissen, man muss daran denken, das ist das, was wir machen, ja. Viele von unseren Kunden kommen oft zu uns und sagen, ja, wir brauchen eine Webseite. Und ich frage, naja, was genau sie brauchen? Nein, eine neue Webseite. Die muss cool sein, ja. Wir brauchen mehr Kunden. Und dann, naja, aber genau, was noch mehr? Was steht dahinter? Und dann sagen wir, okay, dann vielleicht sollten wir ein bisschen Analyse machen, ja. Irgendwie zeigen wir euch die Web, was wir machen, ja. Die erste, eigentlich wichtigste Sache ist, man muss fragen, was für einen Kunden oder Nutzer habe ich auf meiner Website oder will ich haben. Ja. Was die brauchen, was die suchen. Wenn ich darüber spreche, dann denke ich, naja, das ist doch klar. Ja. Aber glaubt mir, Leute denken nicht daran. Ja, die machen einfach Webseite und dann, oh, keiner benutzt meine Webseite, ja, keiner sucht dort was. Aber wenn man diese Überlegung nicht bevor macht, dann so endet das. Usability Testing, ja, sehr wichtige Sache. Information Architecture, ja, sehr wichtig. Ein gutes Beispiel dafür ist, sind die Webseiten, wo ich habe viel Information, ja. Ich habe zwei Leute haben gesagt, dass sie nach Information sucht, ja. Und die muss schon irgendwo platziert sein. Und das ist auch eine Analyse für die Zukunft. Da, ja klar, wir arbeiten mit Firmen zusammen mehrere Jahre, aber es kann ja auch sein, wie man versichert auf uns, der wird ja die Lösung alleine dann weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und die Analyse der Informationen und der Aufbau der Architektur der Information ist das Wichtigste auf der Webseite. Weil, ja, immerhin, ja, News downloaden von verschiedenen Portals, das ist ja einfach. Ne? Aber dann schon wissen, wo welche Informationen gehen sollen, wie der Layout aussehen sollte, wo sollen wir die News reinschreiben, wo sollen wir dann die Bezeichnungen machen und so weiter und so fort. Das ist wichtig und darauf verzichten die meisten. Die meisten Firmen, die machen das billig und schnell, sieht wunderbar aus, aber nach 10 Monaten möchten wir da etwas ändern, etwas Neues aufbauen und das geht nicht, weil wir wissen ja dann selber schon nicht mehr oder derjenige weiß ja nicht mehr, wo etwas war, was sollte ich ja ändern, wo finde ich das und so weiter und so fort. Das gibt es bei uns nicht. Ja, das ist alles, was wir machen. Dass alles gut aussieht, wenn die falsch ist und funktioniert. Ja, und bei dem Test, das ist ja auch eine komische Sache. Ständig jeder, der eine Webseite haben möchte, sagt, ja nö, meine Webseite soll ja dann unter Windows 9 95 laufen und auch auf Handys und auch da und da und da und da. Ja, und derjenige, der die Webseite macht, sagt, getestet, ja, auf einer Webseite, einmal funktioniert. Und dann kommt es zur realen Nutzung der Webseite und es ergibt sich, dass ja, nee, die Webseite läuft ja unter Firefox 6 auf Windows XP oder auf Windows 95 nicht.
oder sieht man komischen Content oder gar nichts oder die Grafik nicht oder es ist zu breit, zu dünn, zu schmal und so weiter und so fort. Das testen wir auch. Ja? Das kostet Zeit und ja, nee, klar, umsonst arbeiten wir auch nicht. Deshalb wird das hier auch gezählt bei unseren Projekten. Aber dann haben Sie die Sicherheit, dass die Lösungen wirklich auf allen Plattformen, die Sie möchten, funktionieren. Sehr heißes Thema, Zeit, Mobile Web. Ja. Wer hat Smartphones von euch? Was ist denn eigentlich Leute? iPads, schon Tablets. Ja, sehr gut. Das ist ein sehr interessanter Trend in diesem Jahr. Mobile Web. Sobald wir irgendwelche Kunden hatten, wollte er auch immer neue Mobile Web, Mobile Solution haben. Aber das kostet viel Geld, viel Zeit. Man eigentlich baut diese Seite separat. Ja, natürlich kann man Kontext etc. benutzen. Dann eigentlich im August kam sowas, was man nennt Responsive Web Design. Habt ihr darüber schon gehört? Nein. Man macht nur eine Webseite, die sich dynamisch anpasst zu den Bildgrößen. Wie das funktioniert. There are so many things to consider in creating a successful website. One vital consideration is how your users will be accessing it. Sure, it looks great on your computer, but what about iPhones, iPads, Blackberries? How's the site going to work on them? Thinking about presentations separately for each device doesn't work. There's got to be a better way. There is. Responsive web design. Responsive web design allows designers to create websites with fluid layouts and flexible images. They automatically adapt according to the size and orientation of the user's browser to deliver the optimal layout. This means your site looks great, is consistent and is usable, regardless of how people are accessing it. So you can be confident that your website will deliver a fantastic user experience on any device. Das war Frage oder einfach? Okay. Okay. Social Media. Wer hat Facebook erkannt? Studi-VZ oder MeinVZ oder was habt ihr dort in Deutschland? Das ist eigentlich interessant, denn normalerweise weiß ich vielleicht, deswegen ist der Zugang bei Social Media, man denkt an Facebook. Aber das ist auch viel mehr, ich meine nicht nur Google Plus oder LinkedIn oder GoldenEye, Xing etc. Das ist auch YouTube, Vimeo, Wikipedia ist ein Social Media, RSS eigentlich auch. Wir benutzen das, also wenn wir schon Webseiten bauen, sollten wir auch dann daran denken, dass wir müssen einfach dort sein. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben für ein ganz großes Unternehmen in Warschau letztens einen Report vorbereitet. Die hatten bis jetzt Lösung auf Flash. Ja? Das ist eigentlich nicht so die beste Technologie, besonders für Social Media oder Search Engines. Was ist interessant, wenn wir haben die Phrasen in Google gefragt, nach die wollten gefunden sein. Normalerweise auf erster Ergebnis war diese Facebook-Webseite, die sie haben, ja, diese, die man Like machen kann. Das ist schon so klar, ja, man muss einfach daran denken, nach Social Media. Wenn wir fragen nach unserer Initiative, unser Projekt in Google oder in Bing oder etc. und normalerweise alle ersten Resultate sind zu Social Media, ja, nicht zu unserer Webseite, sondern zu Social Media. Deswegen soll man schon daran denken, das ist ganz wichtig. Das auch. Accessibility.
Hier ist es, von einer Seite ist es ganz einfach, von der anderen ist es ganz schwer. Hier gibt es einen Standard. Und wenn man diese Standards benutzt und macht man so, wie die sagen, wir haben kein Problem, eigentlich nur die Testen, wie Michael gesagt. Aber man soll auch daran denken, ja, besonders wenn es geht um Public Sector. Die EU sagt, dass alle behinderte Leute sollten auch Zugriff zu dieser Information haben. Deswegen die Accessibility ist ganz, ganz wichtiger Thema. Das haben wir schon eigentlich auch besprochen. Ja, im Grunde gesagt, es gibt keine Datenquelle, mit der wir uns nicht verbinden können. Ja? Wir können das ja ganz einfach machen, durch Frontend-Content, also man braucht ja keine Database uns zur Verfügung stellen. Wenn die Webseite es ermöglicht, das können wir einfach von der Webseite für den Frontend ablesen. Ja? Wir können oder wir möchten oder wir nutzen ja auch meistens XML, weil das ein guter Standard ist, da kann man auch viel zusätzlich beschreiben und dann, es hilft ja auch in der Zukunft, wenn jemand die Daten dann weiter bearbeiten möchte, dass ein XML-Format sehr, sehr gut ist. Wir nutzen ja auch verschiedene andere Möglichkeiten, ja, also wenn ich sage, es ist möglich von jeder Quelle etwas abziehen, ist es so, wenn nicht, haben wir Kollegen, die C-Sharp programmieren und dann gehen sie auch. Also bisher, glaube ich, haben wir keine Datenquelle gefunden, von der wir die Daten nicht rausziehen können. Genau. Wenn es geht um diese Integration, dann wir arbeiten zum Beispiel mit der deutschen Log, obwohl die uns nicht die sechsmalige Zahl sagen. Was ist auch ganz schön da, besonders mit der großen Unternehmen gebunden. Die sind nicht in der Lage, ohne Microsoft zu leben. Jeder große Unternehmen nutzt was von Microsoft, SharePoint, .NET etc. Und dort haben die immer dieses Problem, dass entweder müssen die teure Lizenzen kaufen, Geld verdienen, um sich weiter mit diesen Daten zu arbeiten, oder die können Matrix nehmen und sich einfach das alles abziehen und schon weiter bearbeiten. Ich habe diese Matrix Backend gesehen. Und normalerweise wir haben so eine Art von Assets, like Data Sources, die man kann einfach Informationen ziehen und dann sind im System sogenannte Shadow Assets. Das System sieht als ganz normale Objekte, die eigentlich nicht im System sind. Also ist das alles möglich. Hier geht eigentlich auch um Kosten, ja. Wie gesagt, auf Matrix könnt ihr beliebige Anzahl von Webseiten haben. Die größte, die ich kenne, ist 150 ungefähr Webseiten. Wenn es geht um SLA, ihr weißt, was SLA ist? Ja, dort hinten auch. Das Service Level Agreement. Das ist eine Art von Garantie. Das können wir auch anbieten, eigentlich als einzige Open Source Software Entwickler, wenn es geht um CMS. Sogenannte SEO, Search Engine Optimization. Warum Little? Da wir eigentlich nicht so viel machen müssen und das funktioniert gut. Wenn man das, worüber wir unterhalten haben, ja, die Analysis, Architecture Information, Usability, Accessibility, wenn man das alles nutzt auf unserem System, wo wir haben Friendly Links, diese Baum-Logik und Architecture, unsere Webseiten, die wir bauen, oder unsere Kunden bauen auf unsere Lösung, Matrix, Google sieht das einfach sehr gut. Wenn es geht um Content oder um Users, kann man das alles personalisieren. Ich habe ein ganz interessantes Projekt für polnische Television gemacht, das ist B2B Office. Die verkaufen eigentlich alle Lizenzen und Produkte, die die
die haben also viel mehr Serien etc. Wenn es geht um Personalization, die haben sowas, dass wenn man wollte was von denen kaufen, ja, zum Beispiel man arbeitet für ZDF und möchte was von polnischer Television kaufen, und wenn man sich dort einloggt, dann kriegt man erstens Content, die man als erste, die man schon früher gefragt hat oder gesucht oder gekauft hat. Die Sales Guys von TPP bekommen auch dann einen Report, dass diese Person hat das und das noch geguckt, das kann man das Angebot noch besser anpassen. Aber es geht auch um andere Sachen. Ja? Wir haben Kontextfunktionalität. Also jedes Objekt, jedes Asset kann verschiedene Kontext haben. Ja? Das kann natürlich Sprache sein, aber wir können auch sagen, okay, für Leute, die sind aus Europa, zeigen die was anderes als für die Leute, die sind in Amerika. Zum Beispiel beide Informationen sind in Englisch, aber schon Content ist anders. Ja. Eigentlich kann man dort viele Sachen machen. Es muss unsere Kreativität. Ja. Das ist mehr, wenn es geht um Leute, die diese Content dort schreiben und bauen. Das mögen besonders große Unternehmen und auch wieder Universitäten und auch Regierung eigentlich. Da wir können geben Access zu dem System viele Leute, aber dank Workflow und Permissions, wir können das so machen, dass zum Beispiel zu bestimmten Areas in Webseite haben wir nur Access um diese Informationen zu schreiben, aber dann zum Beispiel nicht zu publizieren. Ja? Wenn wir mit diesem Content fertig sind, dann jemand bekommt eine E-Mail, dass User A hat das schon geschrieben, ist das für dich okay oder nicht, dann kann man das zurück schicken oder nicht. Ist das auch alles in unserem System möglich. AG, sehr bekannt in den letzten Jahren. Theoretisch arbeiten wir mit diesem Methodik, aber die ist sowieso immer angepasst zu dem Projekt. Ja. Eigentlich es gibt kein Wunder-CMS oder keine Wunder-Methodik. Wir sind immer ein bisschen elastisch und arbeiten so, dass das einfach effektiv ist. Ja. Nicht, dass wir arbeiten immer nur mit dieser Methodik oder nur mit dieser Technologie. Das macht einfach keinen Sinn. Cloud-Hosting. Haben wir unsere Cloud, Squeeze Cloud. Eigentlich alles, was wir haben, ist Squeeze. Ja. Squeeze Search, Squeeze Analytics, Squeeze Cloud. Eigentlich haben wir zwei Clouds, eine in Australien und eine in Europa. Ja, was kann man über Cloud sagen? Das ist einfach super. Dass die Idee wunderbar ist. Ne? Man braucht eigentlich gar nichts. Ein Server, eigentlich nichts. Ja. Ich stehe hier und ich möchte, weiß ich, eine Webseite irgendwo mal haben, das geht. Ich möchte Zugriff zu allen meinen Ressourcen, zu allen meinen Informationen, zu allen meinen anderen Sachen haben, ja, das geht. Ich möchte 10 GB Festplatte haben, ja, ich stehe hier, die ist irgendwo da in Australien oder in UK, es geht. Also das ist wunderbar, ja. Das braucht man schon dann, das Minimum, was man braucht, das ist Internet. Ne? Sonst geht es nicht, ja, ist ja aber klar. Wir nehmen ja an, dass viele, alle oder in der Zukunft dann schon nur Internetnutzer geben wird. Und dann Cloud-Hosting ist eine Lösung, dank der eigentlich viel mehr möglich ist. Und das ist ja dann auch für Systemadministrator und die Techniker einfacher, weil die immer den Zugriff haben werden, weil das einfach dann für die mehr nutzbar ist, ja, weil wenn es um verschiedene Lösungen bei den Kunden geht, es gibt oder wir hatten ja Kunden, die irgendwo Server hatten, aber dann plötzlich keinen Internetanschluss oder irgendwo jemand hat da etwas abgeschaltet, das funktioniert nicht, kein Zugriff, keine Möglichkeit, die Webseite wieder live zu machen und so weiter und so fort. Wenn alles clouded ist, funktioniert fabelhaft. Das haben die Leute von Apple auch, also jetzt diejenigen, die Apple-Sachen nutzen, die wissen es, wie gut Cloud funktioniert. iCloud. Ja. Ja, genau. Also, das gleiche bieten wir auch. Schönes Beispiel für Cloud ist Westminster Abbey. Wart ihr in London? Ja. Wart ihr in Westminster Abbey bestimmt? Ja, das tut jemand.
ziemlich alte Institution, Organisation, ist unser Kunde. Ich habe in der Gipfel, glaube ich, auch jetzt Responsive Design, ich bin nicht sicher, aber ja, wie man sieht, Design passt sich an. Aber warum spreche ich darüber? Ein paar Wochen bevor sogenannte Royal Wedding, ja, sind die umgestaltet auf Cloud. Und dann Imogen, die ist Manager für Web im Westminster Abbey, meinte, na, das wird jetzt gute Zeit, so wie das testen, ob das gut läuft. Warum? Da am Tag des Royal Wedding, die hatten 5000 Klicks per Sekunde. Den ganzen Tag. Schlecht. Ja, und Cloud hat das bestanden, ja. Wie gesagt, wir sind supported Open Source, also wir geben Garantie auf unsere Produkte. Wir sind Australia's largest Open Source R&D Team. Wegen Squeeze Labs, das ist eine Software-Kompanie, die gehört zu Squeeze. Webseite von denen. Ja, das ist unser Service. Das ist dort, wo wir eigentlich Geld machen. Ja? Das ist auch die Frage, die man oft stellt. Ja? Okay, alles Open Source, aber alles ist free, dann wo verdient ihr das Geld? Frage? Was bezahlt man bei der Cloud bei euch? Das hängt von das, was du brauchst. Achso, okay.